Hallo, um 17.17 Uhr. Ich liebe die Zahl 17. Die ist mir mal zugeflogen während eines Lichtsprache-Seminars vor vielen Jahren. Da war das die erste Karte, die ich da gezogen habe, aus einem Beutel von, weiß nicht, 144 Karten. Und dann war das die Nummer 17. Initiator. Ja, jetzt weißt du auch das. Willkommen hier bei mir in diesem Live und zwar in dieser neuen Reihe, wie das Leben so spielt. Mein Kanal heißt nach wie vor Werde, wer du bist, aber ich dachte mir, oder es flog mir so zu, dieses wie das Leben so spielt, regelmäßig mit diesem Thema live zu gehen, hier auf YouTube. Und also nicht einfach irgendwann immer mal wieder ein Impuls von mir, wie ich immer sage, das kommt vielleicht dann auch wieder, sondern jetzt erstmal eine ganze Weile jeden Mittwoch um 17.17 Uhr. Und ich heiße dich herzlich willkommen. Jemand schaut schon zu. Ich kann nicht sehen, wer das ist. Ich begrüße auch alle die, die sich das Video dann später anschauen. Wie das Leben so spielt. Du kennst den Satz. Meistens wird er gesagt, wenn irgendwas gerade nicht geklappt hat oder wenn ein Termin nicht eingehalten werden kann. Dieser Satz wird selten verwendet, wenn was Gutes passiert oder etwas, was überraschend ist, oder? Das kommt mir jetzt gerade so. Wie das Leben so spielt, kann ja auch mal unter Anführungszeichen der Lottogewinn sein. Es kann ja etwas sein, was wirklich unvorhergesehen ist und dir große Freude bereitet. Na, lohnt sich darüber nachzudenken, warum wir so einen Satz gerne sagen, wenn irgendwas nicht klappt. Und dann sind wir noch guter Dinge, wenn wir sagen, ja, wie das Leben so spielt. Da sind wir ja noch nicht mal so richtig verärgert, sondern ja, ist halt so. Und ja, was hat das jetzt mit dieser Reihe zu tun? Es hat nichts und alles mit dieser Reihe zu tun. Ich hoffe übrigens, dass man mich gut hören kann. Noch habe ich keinen Protest hier auf meinem Live-Chat. Also ich gehe davon aus, dass ihr mich hört. Wie das Leben so spielt, ja, das hat also mit nichts und mit allem zu tun, weil Leben, was ist für dich Leben? Ich habe das Gefühl, Leben und Spiel hängt sehr zusammen. Spiel ist etwas, was man auch nicht so richtig planen kann. Den Ausgang zumindest kann man nicht planen. Das zeigt sich so Schritt für Schritt, was dann da so geschieht, wer noch alles mit interagiert. Und so wie ich das sehe, ist es eigentlich immer das Universum, das mitagiert, weil wir ja nicht alles selbst bestimmen können. Gut ist das auch so. Wir können uns sehr viel überraschen lassen. Und die Frage ist dann immer, wie gehen wir mit diesen Überraschungen, die uns das Universum so reinträufelt oder vor die Füße wirft, um? Das mal so als erster Gedanke. Im Laufe dieser Reihe werde ich sicher immer wieder darauf zu sprechen kommen. Ich sehe gerade, mein pinkfarbener Schal leuchtet hier. Der pinkfarbene Schal, den habe ich auch spontan und intuitiv gewählt, weil Pink so eine lebensfrohe Farbe ist, für mich jedenfalls. Und auch in Lichtsprache eine sehr
lebensfrohe und vitale, leidenschaftliche Farbe. Was habe ich denn noch für Farben an? Hier in diesem Kleid, da gibt es ein ganz zartes Rosa. Rosa ist was sehr Zärtliches, ein ganz helles Rosa, Zärtliches und spricht dein Herz an. Dann gibt es ein Orange und dieses Orange geht in Resonanz mit deinem zweiten Chakra, wo deine Intuition, deine Freude, deine Kreativität hausen. Und dann gibt es noch ein dunkles Braun, was so die Grundunterlage ist, also etwas sehr Erdendes. Ja, das kam jetzt auch so daher, wie alles in diesen Lives, die ich jetzt jeden Mittwoch um diese Zeit mache, einfach so daherkommt, sagen wir mal so. Und als ich heute Mittag so beim Meditieren mich öffnete und schaute, was wird denn das Hauptthema sein heute Nachmittag um 17.17 Uhr bei diesem ersten Impuls, wie das Leben so spielt. Und es kam einfach ganz deutlich das Thema Dankbarkeit. Es war so klar und ich dachte, das passt doch wunderbar zur Eröffnung so einer Reihe, wie das Leben so spielt, das Thema Dankbarkeit. Ich habe das Gefühl, wir können so, so dankbar sein. Wenn ich jetzt wir sage, meine ich diejenigen, die jetzt gerade zuschauen oder später zuschauen. Wenn du dieses Video gefunden hast, ist es genau für dich, ist es passend für dich. Also, Dankbarkeit. Ich erzähle dir von mir, vielleicht kann ich dich damit inspirieren. Wenn ich morgens aufwache, bin ich als allererstes dankbar. Dankbar, dass ich in meinem Bett liege. Dankbar, dass ich atmen kann. Dankbar, dass ich die Augen geöffnet habe. Und unter diesem Dankbar verstehe ich ein wirkliches Fühlen von Dankbarkeit. Ein Fühlen von dieser Dankbarkeit, die das Herz öffnet. Und in das atme ich dann hinein. Und wenn ich dann mich aufsetze und die Beine am Boden habe, bin ich dankbar dafür, dass ich aufstehen kann. Dass ich gesund bin, dass ich meine Beine bewegen kann und. Und ich lasse mich überschwemmen von diesem Dankbarkeitsgefühl. Kennst du das? Und es geht bei dieser Dankbarkeit, bei diesem Gefühl nicht darum, dankbar zu sein, dass man jetzt gerade was geschenkt bekommen hat, was ja auch wunderschön ist, ich liebe Geschenke, sondern diese grundsätzliche, tiefe Dankbarkeit dem Leben gegenüber. Und jetzt könntest du oder jemand anderer einwenden, ja, aber es ist ja nicht immer alles schön, was da im Leben daherkommt. Auch das ist relativ. Du kannst mit deiner Dankbarkeit, mit diesem Gefühl von Dankbarkeit immer, ich würde fast sagen in jeder Situation, die dich lebend antrifft, etwas finden, wofür du dankbar bist. Wirklich dankbar. Atme. Ja, das mit dem Atmen, das kennst du schon aus meinen vielen anderen Videos, das sage ich immer zwischendurch, es passiert einfach, weil es so wichtig ist und weil es dich erdet und weil ich weiß, dass manchmal Menschen, die mir zuhören,
den Atem dann anhalten in bestimmten Momenten vor lauter Zuhören. Und deswegen sage ich immer wieder, atme. Ich bin dankbar, dass ich ein Glas Wasser hier habe. Dankbarkeit ist also ein, wenn du so willst, ein Gefühl, ein sehr hochschwingender Zustand, ein Seinszustand fast. Die Grunddankbarkeit ist die, dass du am Leben bist. Dass du am Leben bist und deine Seele wollte sich in deinem Körper inkarnieren. Deine Seele wollte alles das, was du gerade erlebst, erleben, wenn man das so sagen kann. Und deine Seele gibt dir in diesem Körper die Chance, dankbar zu sein. Warst du heute schon dankbar? Denk spontan nach. Schreib es in den Chat, wenn du magst. Auch wenn du das Video erst später hörst. Ich war seit heute Morgen dankbar für ganz vieles. Ich bin auch dankbar, dass ich jetzt mit dir das teilen kann. Dass ich mit dir sprechen kann über diese Technik hier. Ich bin dankbar, dass ich atme. Ich bin dankbar, dass ich ein Dach über dem Kopf habe. Ich bin dankbar, dass ich hier in meinem Zimmer bin, umgeben von lauter schönen Dingen, von hochschwingenden Dingen. Da hinten diese Muschelspirale, die für Inspiration steht. Da hängen zwei Ausbildungszertifikate, die ich auch sehr liebe, deswegen hängen sie da. Ich bin dankbar. Ich bitte dich, so oft wie möglich Dankbarkeit in deinem Herzen zu fühlen. Wie gesagt, Dankbarkeit ist eine sehr hohe Schwingung. Sie füllt dich aus in alle deine Zellen. Und du wirst sehen, auch wenn du etwas erlebst, was dich gerade für den Moment unglücklich macht, was dich traurig macht, was dich erschreckt oder so. Wenn du dreimal durchatmest und dir bewusst bist, dass du auch in diesem Moment für etwas dankbar sein darfst, dass es dir danach besser geht. Dankbarkeit ist ein Problemlöser. Sie kommt direkt aus deinem Herzen, das weißt du. Sei dir einfach auch mal dankbar für alles das, was du schon geschafft hast in all deinen Lebensjahren, was du schon geschafft hast, was du schon geleistet hast, was du schon auf die Beine gestellt hast, was du schon heil überlebt hast. Oh, da könnte ich jetzt auch ganz, ganz viel erzählen, aber das ist dann mehr ein Thema, vielleicht Lebensweg oder so etwas, das kommt sicher auch noch vor. Ja,
lass dir bewusst werden, was du schon alles geschafft hast, erlebt hast, gemacht hast, überstanden hast. Also mir fällt da bei mir ganz, ganz viel ein. Und nicht nur Unfälle, wo ich tot hätte sein können, sondern so viel, was ich mit Menschen erlebt habe, was ich Menschen geben durfte, was ich Menschen lehren durfte, was ich, wofür ich Menschen anleiten durfte. Ich bin so dankbar dafür. Ich möchte dir eine Übung zeigen, die genau dafür da ist, dass du dir selbst dankbar bist. Ich habe diese Übung, den Download für diese Übung mal nach einem wunderbaren hochfrequenten Kurs bekommen und somit kann ich es dir weitergeben. Nimm also deine dominante Hand, bei mir ist es die rechte, und lege sie auf die Schulter gegenüber, auf deine linke Schulter oder wie es bei dir eben passt. Atme und sage dir Danke. Aus vollem Herzen, aus vollem Bewusstsein. Danke. Danke. Mach mit. Danke. Danke. Nimm wahr, was das mit deinem Körper macht. Danke. 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 Und noch zweimal. Danke. Danke. Ich habe es nicht mitgezählt. Du kannst das immer wieder für dich wiederholen. 11-mal auf der einen Seite, 11-mal auf der anderen. Auch nur die 11-mal auf der einen Seite. Und nimm wahr, wie es deinen Raum öffnet. Ich kann es dir nur von Herzen geben. Machen darfst du es selbst. Schön, dass du dabei warst. Das war also der Impuls 1 aus der neuen Reihe, wie das Leben so spielt. Ich freue mich über Kommentare, auch nachträglich. Ich freue mich, wenn du meinen Kanal abonnierst. Dann versäumst du kein Live. Ansonsten ist es immer am Mittwoch, jetzt um 17.17 Uhr. Die Dauer wird unterschiedlich sein, mal kurz, mal länger, je nachdem. Hab es gut. Segen und Zuversicht für dich. Atme.